Es ist Samstag, 16 Uhr und ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag gestern. Willkommen zurück zu Elder Scrolls Online Necrom. Wir sind wieder auf Nebenquests aus und wir befinden uns in Apogrypha, wer hat's gedacht. Und das ist in einer klanglosen Bucht, wenn ich diesem Ding hier trauen darf. Und wir sind hier, weil hier da unten Hitchek rumsteht. Den kennen wir noch aus den Ferngrab-DLC, dessen Namen ich gerade spontan vergessen habe. Aber auf jeden Fall, da war das irgendwie der Gehilfe von, ich weiß gar nicht, von der lustigen Frau mit deren... Mit dem etwas anderen Modell oder direkt von der Dedra, dessen Namen ich auch vergessen habe, den abgesetzt. Naja, egal. Auf jeden Fall hat der gute Hitchek anscheinend Schulden und hat wahrscheinlich Probleme, sie abzuarbeiten. Das versuchen wir jetzt rauszukriegen, was genau damit auf sich hat. Hallo. Hitchek wird seine Schuld nie begleichen können. Wie auch immer er hierher gekommen ist. Grüß dich. Jetzt seid ihr hier. Die Sterbliche, die ich in Ferngrab verfolgte. Perfekt. Bereitet es euch Freude, Hitchek im Schmutz zu sehen? Der einen Sache beraubt, auf die Madame Caprice mich aufzupassen gebeten hatte. Nun wird meine Schuld bei ihr niemals enden. Okay, gut, das erklärt zumindest die Frage. Also er hatte Schulden bei Caprice und nicht bei... Ach man, wie hieß die denn, verdammt? Ich hasse es, wenn mir Namen nicht wieder einfallen. Ich bräuchte irgendwie so ein Dossier für Charaktere, aber ich wüsste auch nicht, wie ich das organisieren soll, was daran besser ist, jetzt zu googeln. Er wurde ausgeraubt? Ein Geheimnis! Ich trug es durch diesen furchtbaren, gefräßigen Morast, um es im verschleierten Forum einzutauschen. Madame Caprice möchte eine Gunst von Hermeus Mora. Aber der Clan der leeren Schleicher hat mich gefunden. Sie haben mich getreten und dann das Geheimnis gestohlen. Ich werde es niemals zurückbekommen. Ich meine, er hat die Ewigkeit, um es zu probieren, ne? Das verschleierte Forum, das ist, also diese Orte haben immer so schöne, Namen, das ist, also da Props an das Kreativ- und Übersetzungsteam, ne, das ist also die Namen gefallen mir sehr gut, bis jetzt klang keiner von diesen Namen wirklich lächerlich. Ja, und warum können wir das nicht einfach zurückstehen? Die würden mich nur wieder treten, ich bräuchte Hilfe, ihr könntet mir ja helfen, Sterbliche mögen doch Gold, nicht wahr? Ich habe welches. Wir spüren die leeren Schleicher auf und ihr holt das Geheimnis zurück. Vielleicht treten wir sie ja auch ein bisschen. Dann passt ihr auf Hitchek auf, während wir meinen Auftrag erfüllen. Oh, ein mehrleveliger Auftrag. Das Ding ist halt auch, er ist nicht so der Typ mit der Initiative, der gute Hitchek, ne? Weil das, sonst hätte er ja schon längst diesen Plan selber aufgefasst, also so mit Leute anheuern und Dings. Ich meine, an sich haben Dedra alle Zeit der Welt. Wenn er wirklich super ambitioniert wäre, könnte er ja irgendwie nebenbei noch sein Zeithassel anfangen und irgendwie genau so, also dann über so Jahrzehnte diesen Plan durchführen, um das Zeug zurückzuholen. Na gut, dann helfe ich dir mal. Ich kann die leeren Schleicher mit meinem Spiegel finden, aber als sie mich verfolgten, verlor ich ihn. Seht euch bei der Treppe am Ufer um und nehmt alles mit, was den Dieben gehören könnte. Das wäre hilfreich. Das war's schon, schwingt die Hufe. Ich habe gehört, Sterbliche brauchen Bewegung. Dedra nicht. Meine gute, außer Ogrim habe ich noch nie allzu viele fette Dedra in dem Sinne gesehen. Und ich weiß auch nicht, ob Ogrim wirklich fett in dem Sinne sind oder einfach nur massig. Ja, wie genau trägt man eigentlich ein Geheimnis bei sich? Wenn es sein muss, mir bleibt da keine große Wahl. Hitchek's Schuld bei Madame Caprice ist groß und sie wächst ständig. Also ja, ich trage Geheimnisse bei mir. Ich entführe Leute, ich kaufe für sie ein, was auch immer sie von mir verlangt. Denn seine Schulden ständig wachsen, sehe ich da aber irgendwie mittelfristig Probleme für ihn. Wie trägt mein Geheimnis bei sich? Das ist eine sehr gute Frage, weil man darf es ja auch nicht wissen, ne? Das ist eine merkwürdige Frage. Wie trägt man Sachen bei sich? Man steckt sie in die Tasche. Oder vielleicht in den Rucksack, wenn es ein echt großes Geheimnis ist. Vor einigen hundert Jahren heuerte ich ein Koboldgespann an, um ein besonders großes Geheimnis für Madame Caprice zu transportieren. Ich finde es sehr schön, wie Geheimnisse stoffliche Gegenstände sind. Das sehe ich ja vollkommen. Das sind keine stofflichen Gegenstände, naja, aber nur wenn man nicht will, wa? Bäh, stofflicher Gegenstand, was ist stofflich? Bin ich stofflich? Ich habe diesen Fleischberg, den ihr seht, aus den Energien des Reichs des Vergessens erschaffen. Also was bin ich? Stofflich oder Energie? Sterbliche haben Seelen, nicht wahr? Seid ihr also Fleisch oder eine Seele? Beides, nicht wahr? Also,
er kürzt das gerade so ein bisschen ab, aber an sich ist das ein wichtiger Punkt, ne? Weil das ist halt so ein bisschen so das Ding bei der Wiederbelebung via ätherische Ebenen, weil es so richtig erklärt wird, das glaube ich nie. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand erklären möchte. Weil prinzipiell, also unser Charakter, also die Entseelte in meinem Fall, ist ja irgendwie, also zumindest die ganzen ersten Prolog-Videos sahen so aus, als würden wir geopfert wurden und haben irgendwie nur alles vergessen, was uns ausgemacht hat. Wir haben ja keine Vergangenheit in dem Sinne, dass wir geopfert wurden und dann sind wir halt irgendwie wieder in die stoffliche Welt. Also eigentlich müsste es unsere Leiche nochmal geben, beziehungsweise unser ganzes Ding, wie das lore-technisch erklärt wird, dass wir wieder zurück ins Leben kommen, dass wir halt irgendwie, genau wie die Daedra quasi nur für Nirn, uns irgendwo an irgendwelchen Energiepunkten wieder setzen. Das machen wir ja genau das gleiche, wir setzen unseren Körper aus Energie zusammen. Irgendwo müssten ganz schön viele Leichen von uns rumliegen. Auf der anderen Seite, wenn ich das anders verstehe, sind wir auch mehr oder weniger ein Avatar von Nirn und waren eigentlich keine Person vorher und haben quasi nur die Erinnerungen, die wir brauchen. Jetzt machen wir halt irgendwie weiter. Also, das ist alles ein bisschen komisch. Egal, ja, das ist in der Tat eine interessante Frage. Also, Wiederbelebung über die dritte Ebene ist meiner Meinung nach vollkommen möglich, weil Leute, das ist halt das nächste Ding, ne? Sag mal, du hast dich an dittischen Fürsten verpflichtet. Dann stirbst du an Altersschwäche und nicht an irgendwie Lawine. Denn landest du in welcher Gestalt zurück in in Kalthafen? Sagen wir, dann rettet dich irgendwie mal, weil du halt vorher, vor deinem Tod, jedem Geld beiseite liegst, für irgendwelche Abenteurer, die mutig genug sind, nach Kalthafen zu gehen, dich zu finden und zu retten, wie wahrscheinlich auch immer das ist, und holen dich zurück. Dann retten die ja quasi deine Seele. Aber von allem, was wir bis jetzt so gesehen haben, das in der Regel rennen halt in Kalthafen USW, rennen halt keine Seelen rum, sondern schon irgendwie stoffliche Gestalt, dann die Seele hat, irgendwie gebunden ist. Und wenn du diese Gestalt zurückholst, vor allen Dingen die nicht in Seelen sind, sondern ein Stück, was wir zum Beispiel gemacht haben, dann hast du ja irgendwie eine Person daraus. Wie alt ist die Person? Also in welchen Zustand kommst du raus? Kommst du in den idealen Selbst? Ist es sowas wie das spirituelle Selbst? Also wenn du dich immer selber intern irgendwie jung gesehen hast, würdest du denn, wenn du in Kalthafen quasi inkarnierst, wärst du denn, wenn dich denn jemand rausholt, dann würdest du halt irgendwie quasi, also mein Fall so Mitte 20, so 1923, würdest du dann wieder rauskommen oder wärst du so alt, wie du warst, als du gestorben bist, also wirst du direkt wieder sterben? Das ist ein bisschen die Frage, ne? Oder funktioniert das gar nicht so, du rettest de facto nur die Seele in dem Moment, in dem du die nach Nirn übertrittst, löst du dich auf und gehst halt nach nicht wo immer du warst, sondern nach Aetherius oder was weiß ich. Fragen über Fragen. Okay, wie genau sieht denn sein Geheimnis aus, was er verloren hat, um wieder zurück zum Thema zu kommen? Zum einen habe ich es nicht verloren. Es wurde mir gestohlen. Auf jeden Fall sieht es aus wie eine... Wie nennen Sterbliche das Ding noch gleich? Man benutzt es zum Essen. Eine Gabel. Ich weiß auch nicht, warum es sich entschieden hat, so auszusehen. Geheimnisse sind nicht dafür bekannt, dass sie sich erklären. Witzig. Okay, also die Geheimnisse sind genau wie viele andere Sachen, die irgendwie mit Daedra Reich zu tun haben, sind halt konzeptionelle Repräsentationen von dem, was sie sind. Und haben halt irgendwie ein gewisses Eigenleben. Ich weiß nicht, ich glaube, das Wort Geheimnis wird hier einfach auch zu breit benutzt. Ja, wie geht's Madame Caprice? Das möchte bestimmt beantworten. Sie hat alle Hände voll zu tun. Die Leute brauchen immer irgendetwas von ihr. Das Haus Caprice ist ständig derart voll, dass man einen Nebeneingang braucht, nur um hineinzukommen. Wenn sie zu tun hat, bedeutet das natürlich, dass ich das Reich des Vergessens durchstreife, um Botendienste für sie zu erfüllen. Ja, das klappt ja bis jetzt anscheinend super. Wer sind diese leeren Schleicher? Ich dachte, das sind irgendwelche Viecher, die hier einfach rumlaufen, also welche anderen Daedra, oder? Sie sind ein Dremora-Clan. Ignoriert den spannenden Namen. Niemand sieht in ihnen etwas anderes als billige Schläger. Da vermutlich jeder in Apokrypha das ein oder andere Geheimnis hat, können die leeren Schleicher sie den Ahnungslosen problemlos stehlen. Ich meine, er wurde getreten. Ich finde es witzig, wie er dreimal betont, dass er getreten wurde. Ja, aber was macht sie denn mit den Geheimnissen? Naja, eintauschen offensichtlich. Sie tauschen sie gegen etwas ein, das sie wollen. Manchmal sieht man sie im Ferngrab. Ständig schubsen sie irgendjemanden herum. Manchmal machen sie sogar Geschäfte mit Madame Caprice. Ja, daher wussten sie wohl, dass der arme Hitzig ein Geheimnis bei sich trug.
Vermutlich hatten sie mich die ganze Zeit über verfolgt. Ich bin übrigens fasziniert bei dem Konzept, Sachen nicht durchgedacht zu haben oder so. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Also das Problem ist, dass die meisten Probleme in meinem Leben zu Ende gedacht sind und ich nicht mehr weiterkomme, weil mir Informationen fehlen, um das extern zu tun. Also ich habe selten das Ding, dass ich halt irgendwie ein Problem tatsächlich einfach lösen kann, indem ich darüber nachdenke. Weil das habe ich bereits getan. Also für das meiste Zeug. Das ist ernst doof zu erklären. Also ich liebe es, ein Problem zu haben, wo ich tatsächlich irgendwie mal ein bisschen Fahrrad fahren kann oder durch die Gegend laufen und dann einfach über so ein Problem nachzudenken. So spazieren gehen, über Probleme nachdenken und das dann lösen. Das, weil die meisten Probleme, wenn man so will, die ich habe im Leben, bestehen leider daraus, dass ich irgendwie mehr Informationen, mehr Geld oder mehr irgendwas brauche und wahrscheinlich erstmal recherchieren müssen. Recherchieren ist anstrengend. Denken macht mir Spaß. Das Problem ist meistens, geht es nicht ohne weitere Informationen irgendwo herauszuholen. Und es gibt aber Leute, die von alleine anscheinend Sachen nicht zu Ende denken. Also das klingt unfassbar arrogant. Naja, auf jeden Fall sieht es dann halt so aus, das kommt mir halt so vor, als würden Leute irgendwie ohne Denkanstoß, ohne in die richtige Richtung zu lenken, Sachen nicht zu Ende denken zu denken. Und das passiert mir in der Regel nicht. Also manchmal ist es ganz nützlich, neue Perspektiven zu haben. Das will man nicht abstreiten, aber oft habe ich halt echt das Ding, dass ich, wenn ich in der Sackgasse stecke, dann ist das eine Sackgasse, wo ich einfach nicht mehr rauskomme, ohne nochmal zusätzlich irgendwie extern Hilfe zu erhalten. Und das ist dann halt extrem dumm. Naja, das Problem hat der Schick anscheinend nicht. Den kann man auch helfen, weil er anscheinend bis jetzt noch nicht darüber nachgedacht. Wer weiß, wie lange er hier schon hockt, dass er, warum er bestohlen wird. Obwohl, so lange kann er hier gar nicht hocken, weil wenn die Lernschreiter scheinen das Geheimnis ja relativ bald einzutauschen. Ich dachte, sie haben ihn einfach nur überfallen, weil sie Spaß daran haben. Ja, wie bist du genau hier gelandet? Wir sind anscheinend im Gefräßigen. Ich dachte, wir wären in der klanglosen Bucht. Na gut, wie ist er hier gelandet? Das war nicht meine Entscheidung. Madame Caprice möchte einen Segen vom großen Auge am Himmel. Moment, ich sollte vermutlich respektvoll sein, solange ich hier bin. Auf jeden Fall ist der gefräßige Morast der Ort, an dem sie das verschleierte Forum erbaut haben. Und dort bekomme ich den Segen, also bin ich hier. Warum singt der jetzt so komisch? Das ist ein bisschen creepy. Na gut, weiß er noch was über den Ort? Was gibt es da groß zu wissen? Schaut euch doch um. Es ist ein Morast. Ich weiß nicht sicher, was daran gefräßig ist, aber das möchte ich auch gar nicht wissen. Gibt wohl schlimmere Orte im Reich des Vergessens. Kalthafen? Das ist ein wirklich übler Ort. Oder Nürn? So langweilig. Schon mal dort gewesen? Themawechsel. Ja, war ich schon. Also es wächst über einen, wenn man ein bisschen länger Zeit dafür bringt. Ja, wo ist denn dieses lustige Forum? Man könnte das Forum wohl als großen Marktplatz bezeichnen, auf dem man aber nichts kauft, was Sterbliche verwenden können. Man handelt mit Wissen. Davon gibt es alles Mögliche. Wahrheiten, Fantasien, Weisheit, was auch immer man braucht. Ja, super, okay. Und da können wir jetzt einfach Geheimnisse eintauschen, oder was? Naja, das klingt ja eigentlich an sich super. Übrigens verbinde ich. Heute ein Sidefact namens Sidefact. Ich verbinde das Wort Forum immer mit so BB-Online-Foren, so Mitte 2000er-mäßig. Das eigentliche Wort Forum ist ja doch ein bisschen älter, ne? Aber das ist aufgrund meines des Zeitalters meines Erwachsenwerdens und aufwachsend, ist für mich das also die Bedeutung des Wortes Forum komplett überschrieben mit diesen Online-Dingern. Naja. Und man kann Geheimnisse eintauschen, super. Sofern ich es zurückbekomme, ja. Im Forum gibt es etwas, das man den aufnehmenden Schlund nennt. Man kann Wissen in ihm hinterlegen. Wenn es mächtig genug ist, gibt einem der Schlund dafür einen Segen von Hermeus Mora. Madame Caprice geht wohl davon aus, dass dieses Geheimnis mächtig genug ist. Es wird ein bisschen abstrakt, das Konzept gerade. Also das hatten wir ja schon im Ferngraben mit diesen einen Schatz, dass dieses Wissen, wo der Schatz liegt, wertvoller ist als der Schatz selbst oder die, also als das eigentliche, also das Wissen um das Wissen herum war wertvoller als das eigentliche Wissen. Und das treibt das jetzt hier eigentlich nochmal an die Spitze. Aber naja, also ja. Naja. D-
das jetzt wird es ein bisschen abstrus, da ich das Wissen auf einmal wieder ein Dings wird. Also das Konzept halt, dass man Wissen hat, ohne es zu wissen. Also das Konzept Datenträger fehlt hier noch so. Also anscheinend ist eine Gabel in diesem Fall der Datenträger. Aber so ein bisschen, es wird gerade so ein bisschen nicht so richtig greifbar. Aber naja, hey, das ist vielleicht genau die Absicht, dass es konzeptionell nicht für Menschen greifbar ist. Ja, worum es bei einem Geheimnis handelt? Nein, natürlich nicht. Das ist ja kein Geheimnis. Nein, es ist ein Geheimnis. Geheimnisse verlieren rapide an Wert, je mehr Leute sie kennen. Wenn es wertlos ist und Tzeek dafür keinen Segen bekommt, schlägt Madame Caprice ihm noch mehr auf seine Schuld auf. Ja, wie auch immer, in welcher Einheit sie das auch immer rechnen. Da kann ich was anderes fragen. Wie Fragen ich hier mit Tzeek fragen kann, das ist unfassbar. Ich denke, das könnt ihr. Ist ja nicht so, dass wir fliehenden Dieben nachsetzen müssen oder dergleichen. Ehrlich gesagt rede ich liebend gern über alles, außer über diesen Ort hier. Witzig. Ja, jetzt haben wir... muss Tzeek sich schon auf die Hilfe Sterblicher verlassen. Was ist nur aus mir geworden? Das weiß ich auch nicht, aber... Naja, was willst du machen, wa? Wie wäre meine Nebenquest so bei mir, weil ich diese komische Pilzquest habe? Na gut, ich soll Tzeek an der südlichen Treppe treffen. Wo ist denn das? Ach, da hinten. Ja gut, da müssen wir da hinreiten. Naja gut. Erstaunlich informativ auf jeden Fall das Gespräch. Ich will ihn immer irgendwie anders sprechen. Eigentlich heißt er nur Tzeek. Also ich könnte es genauso vorlesen, wie es da steht. Aber irgendwas in mir drängt sich daran, ihn anders vorzulesen, als es da steht. Ich glaube, ich hätte die Quest woanders annehmen sollen. Nicht hier. Jetzt muss ich überall rennen. Hier mit den komischen Büchern. Immerhin wissen wir jetzt, warum die Bücher Baumaterial sind. Sie sind nur die Repräsentation des Konzepts, das sowas hängen soll. Kann ich hier abkürzen, ohne direkt in der Tinte zu versinken? Weil das Wasser hat hier so ein bisschen Struktur. Wie auch immer das passiert. Da ist er. Mensch, grüß dich. Sucht nach meinem Spiegel. Und seht nach, ob die leeren Schleicher etwas fallen gelassen haben. Warum sollten sie? Tzeek ist vieles. Kurier, Haushälter, Poet. Aber ein Kämpfer bin ich nicht. Wenn ich selbst losziehe, um den Spiegel zu finden, werde ich gefressen. Deswegen seid ihr ja hier. Findet den Spiegel. Und wenn ihr Gegenstände findet, die leeren Schleicher zurückgelassen haben, dann schnappt sie euch. Also ist ja ein Poet, das finde ich auch witzig. Das ist News. Nein, das habe ich nie gesagt. Wie kommt ihr denn darauf? Sterbliche reden so viel. Lasst den Tzeek in Ruhe und sucht den Spiegel. Ob er technisch gesehen irgendwie Freiheit hat? Oder während seiner Aufträge einen gewissen Hedonismus frönt? Okay, warum ist da oben so ein Lampen? Bringen wir es hinter uns. Würdest du bitte aufhören, hier so rumzulasern? Diese Viecher, ne? Schrecklich. Na gut, ich habe Dinge auf dem Radar. Okay, anscheinend haben sie eine Menge fallen lassen, ne? Hier haben diese Diebe mich überfallen. Warum war er überhaupt hier? Was ist denn das da hinten noch? Ist das eine böse Rune? Oh, hier ist ein Buchsiedler. Wir finden Stofffetzen. Das bringt mich bestimmt total weiter. Ein zerrissenes Stück Rumstoff. Der Fetzen scheint aus einem größeren Gewand gerissen worden zu sein. Ist das Stoff? Ja, gut, hilfreich. Tzeek ist vieles. Ja, gut, hilfreich. Ist das seine Art zu sagen, dass es nicht hilfreich ist? Ich bin verwirrt. Ich habe gar keine weiteren Punkte mehr auf meiner... Oh, da hinten ist ein Sucher, der drei Bücher gleichzeitig durchblättert. Er muss wirklich durstig nach Wissen sein. Hier schweben welche Steine in der Luft. Ich traue schwebenden Sachen nicht. Ich bin doch mal mega vorsichtig, wenn ich so unter Kranen durchlaufe, wenn da irgendwas hängt oder so, oder irgendwas anderes. Ich mag das nicht, wenn welche Sachen rumhängen. Das ist viel zu misstrauisch. Ja, guck mal, ein Wachling. Ein feindlicher Wachling vor allen Dingen. Oh, wir suchen seinen magischen Spiegel. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Er ist irgendwo da hinten auf dem Tisch. Warum haben sie das Ding einfach nur liegen lassen? Das ist ja verwirrend. Naja, da holen wir uns gleich mal das Ding. Ich sehe meinen Spiegel. Könnte eine Falle sein. Holt ihr ihn? Okay. Tzeek, magischer Spiegel. Mal sehen, was passiert. Ein magischer Spiegel, der Tzeek von Madame Caprice geschenkt wurde. Mein Spiegel! Ist der kaputt? Sieht nicht so aus. Der hat noch zwei Gegenstände. Na gut, die restlichen Gegenstände sammeln wir beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ich wünsche euch was. Habt noch einen wunderschönen Tag.